Krapfen machen habe ich auch schon probiert. Aber was Gescheites ist nie geworden. In Veitshöchheim soll es eine Frau geben, die sehr gut kann. Maria Grötsch. Hallo. So, grüß Gott. Grüß Gott. Frau Grötsch. Grüß Gott. Kommen Sie rein. Dr. Grötsch, willkommen. Machen Sie einen Krapfen. Ich guck zu. Sie schauen zu. Der Doktor wird 95. Die Frau ist 10 Jahre jünger. Tochter Doris Laug hilft mit. Ich bin gespannt aufs Rezept, ob die Krapfen wären wie es Kern, luftig, goldbraun und mit hellem Rändchen. Mit dem weißen Rand, da habe ich auch meine Schwierigkeiten, aber das stört mich nicht. Aber die Krapfen müssen weich sein, der Teig muss weich sein, es muss gut aufgehen, zweimal gut aufgehen, und dann werden sie auch richtig. Aber der Teig braucht einfach Zeit. Es geht einen Vormittag drauf. Also ich bin meistens, bis dann die Gruppe kommt, na ja, da wird es zwei und dann bin ich aber fertig. Aha, eine Gruppe kommt später zum Krapfenessen. Vier Eigelb. Oder okay. Fünf. Nimm fünf Eigelb und ein Ei. Und ein halber Liter Milch wird benötigt. Dann die 80 Gramm Zucker rein. Oder, das muss ein bisschen aufgeschmolzen werden. Dann 750 Gramm Mehl, das Trockenhefe rein. Die Hefe mit dem Mehl durchsieben, damit es gemischt ist. Trockenhefe. Trockenhefe nehme ich. Und da ist kein Unterschied zu anderen Hefe. Also hat noch keiner gemerkt. Das muss erst schmelzen, aber nicht zu heiß sein, sonst tangiert man die Hefe. Also es muss lauwarm sein, aber die Butter soll geschmolzen sein. Da muss man Geduld haben. Geduld ist unser Kapital. Geduld ist wohl das eigentliche Geheimnis des Gelingens. Eier dazu. Die Eier auch gleich dazu? Ja, ja. Ein feiner, weicher Hefeteig soll aus den Zutaten werden. Fertig geschlagen ist er, wenn er glatt geworden ist und Blasen wirft. Also ein bisschen korrigieren muss man schon. Ja, nach Gefühl. Ja, ja. Nach Gefühl. In der Schüssel soll er aufgehen. Na, raus mit dir. Und wie viel wird das jetzt dann? 20 etwa. Bin ich gespannt, wie der aufgeht. Bevor er davonläuft, holen wir ihn raus. Bis soweit ist, ist Zeit für einen Blick ins Album. Die vergnügungssüchtigen Familien, wie sie sich nennen, kommen nach dem Umzug am Rosenmontag zum Krapfenessen zu den Grötschs. Das ist Brauch und wird dokumentiert. Diese Clique der Tochter kommt auch heute schon vorbei zum Probieren. Die einheimischen Gruppen gehen dann auch in die Geschäfte rein und werden da auch bewirtet. Und wir gehen aber dann noch hierher. Aber das ist nur unsere Gruppe. Privat. Privat unsere quasi. Ja, ja, das ist privat. Und das ist ein ganz altes, von 1950. Da kamen noch keine Krapfenesser. Wer ist das? Das bin ich. Da war ich 15 Jahre alt. Und das waren dann die einzelnen Gruppen. Das ist mit dem Pferd gegangen, mit der Kutsche. Autos hat es noch nicht so viel da gegeben. Ja, schon mit Traktoren, gell? Traktor, ja. Aber auch mit Pferdewagen. Auch mit Pferde, ja. Interessant, aber was ist mit dem Teig? Oh, jetzt pressiert es aber, glaube ich. Der geht über, weil er aufgegangen ist. Er muss ja viel aufgehen. Jetzt holen wir den ein bisschen auf. Dann nehmen wir halt das dazu. So. Und ein bisschen Mehl dann auf den Tisch. Und dann kommt er drauf und wird durchgeknetet. Der wird schon kleiner, wenn man rauskommt. Und wenn er jetzt nicht in Ordnung wäre, was würde man da dann feststellen? Ja, wenn er zu fest wäre. Fest. Und jetzt muss er halt durchgeknetet werden. Da ist ja schon mal was passiert, dass es fest worden ist. Nee, eigentlich nicht. Nie? Nee. Keine Panne? Nein. Ja, Maria Grötsch ist geübt. Noch ein bisschen kneten, das kostet Kraft. Und dann sehen wir sie gleich, die Krapfenrohlinge. Jetzt teile ich ihn, weil er so zu groß ist, zum Ausrollen. Dann machen wir vier Teile und dann tun wir uns leichter. Ein wunderbar lockerer, süßer Hefeteig. Und wie dick? Haben Sie es im Gefühl, oder? So daumendick. Daumendick? Ungefähr so, ne? Mhm. Wenn sie zu hoch sind, dann kippen sie leicht in der Fritteuse. 8 cm Durchmesser stehen im alten Rezept. Und daran hält sich Maria Grötsch.
Was übrig bleibt, wird zusammengeknetet und wieder ausgewählt, bis nichts mehr übrig bleibt. Das ist natürlich nicht so akkurat wie beim Bäcker, weil die maschinell gemacht werden. Und das ist halt pure Handarbeit, da ist auch mal ein Krummer dabei. Aber das ist gerade das Schöne, dass nicht einer wie der andere ausschaut. Und so weich und luftig wie die, werden die aus einer Maschine nicht. Die kommen raus auf die Heizung, aufs Fensterbrett, da ist es warm. Doris, da kannst du gleich eins mitnehmen. Sie nehmen auch eines mit. Machen wir Karawane, oder? Jawohl. Die Teiglinge müssen zum weiteren Aufgehen nicht unbedingt auf einem Fensterbankerl über dem Heizkörper ruhen. Aber warm sollen sie es haben, damit sie danach, doppelt so hoch geworden, ins Backfett gleiten können. Und was für Fett ist das? Das ist Pflanzenfett, ja, Pflanzenfett. Und geht was anderes auch? Öl, oder? Ich habe es auch schon mal mit Öl gemacht, aber ich glaube, mit Pflanzenfett ist Also ich mache es auch immer mit Pflanzenfett. Weil das, nee. Ich glaube, das ist zu intensiv, der Geschmack dann für die Krapfen. Das ist nichts, ne? Das hat keinen Wert. Ich weiß nicht, früher hat man, glaube ich, Butter auch genommen. Sie haben so eine schöne Schürze, das sieht man. Das ist aus alten Vorhängen selber genäht. Kampf dem Verderben, wirf nichts weg. Und da macht man eine Schürze draus. Also im alten Vorhang ist das? Das alte Vorhang. Oh, ich habe da noch mehr solche. Da ist nur einer. Da ist nur einer. Aha. Aus dem Vorhang. Das ist, ja. Und da unten ist noch einer. Schauen Sie mal. Original Vorhang. Das ist aber ein ganz alter Stoff. Original Vorhang. In einen Spritzbeutel aus dichtem Stoff kommt jetzt das Hiffenmark. Und das Hiffenmark, also selber machen dann sie es nicht? Nein, bei uns gibt es auch gar nicht so viel. Und das ist eine mühselige Arbeit. Ich weiß von meiner Schwiegermama, das muss man aufmachen, dann sind Härchen drin. Und die jucken unheimlich, wenn man die irgendwo hinbringt. Also ich habe es nie gemacht. Das ist umständlich. Ja. Hiffenmark, wer es nicht weiß, ist Hagebuttenmark. Und die klassische Füllung in Franken für Krapfen. So. Ja. Das ist die richtige Größe. Das ist die richtige. Wenn man so ein bisschen hintritt, dann merkt man, wie sie aufgegangen sind. Wie merkt man das? Nicht zu alt drücken, sonst erschrickt er. Die Geduld hat sich, glaube ich, gelohnt. Ja, die Geduld hat sich wirklich gelohnt. Jetzt muss aber noch die Temperatur passen. 160 Grad wären richtig. Nach dem Abtropfen muss die richtige Menge an Füllung eingespritzt werden. Die Methode ist strittig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du musst schneller zählen. Ja, aber dann kommt doch weniger rein. Jetzt kommst du drüben wieder raus. Ja, ob mit viel oder wenig Marmelade drin, gelungen sind sie wieder. Und gerade rechtzeitig fertig worden. Denn da sind schon jemand die Treppe herauf. Das ist jetzt nur die Vorhut der Forschungsklicke, die schon vorm Umzug probiert. Ja, was willst du mit deinem blöden Popcorn jetzt da? Wir haben Krapfen. Am Rosenmontag sind alle da. Da gibt's dann wirklich 150 Krapfen. Und immer wieder hier. Mit wie lang kommen wir jetzt schon? Wir haben es erst. Dankeschön, Frau Tröger. Kommt mal zu uns.